Hallo und herzlich willkommen. Ich werde immer wieder gefragt, was das da auf meiner Kamera ist. Also sprich zum Festhalten oder womit ich die befestige, wie auch immer. Das ist der Yobi Gorilla Pod, gesponsert von Yobi. Vielen Dank in die USA. Dieser hier ist also quasi ein flexibles Stativ. Wir haben hier flexible Beine und das hier ist für eure digitale Spiegelreflexkamera. Hält ziemlich viel aus und dazu gleich mehr. Dann hat mich noch Folgendes erreicht, und zwar der Yobi Grip Tight One. Das ist quasi das gleiche, nur für euer Smartphone, also sozusagen ein mini flexibles Stativ. Dann hat mich erreicht der Yobi Grip Tight One Micro Stand. Das ist quasi ein super kleiner Stand für euer Smartphone. Das heißt, das könnt ihr vor euch stellen und könnt darüber dann zum Beispiel einen Film schauen oder euch eine Diashow laufen lassen, wie ihr auch Lust habt. Schauen wir uns auch an. Und dann das Beste zum Schluss, Grip Tight One GP Magnetic Impulse. Was ist denn das? Dazu gleich später mehr. Klingt auf jeden Fall super interessant. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. So sieht sie also aus, die schöne Verpackung des Yobi Gorilla Pod Focus. Leider zu groß für meine Kamera oder habe ich kein passendes Weitwinkel? Fuck, ich weiß es nicht. Bla bla bla, weiter geht's. Nur mal so zum Größenvergleich, ein iPhone 6S und das Stativ, welches einsame Frauenherzen höher schlägen lässt. Pui, Schluss mit diesem widerlichen Gedanken. Den Gorilla Pod gibt es mit und ohne Kugelkopf, entweder du doof und kaufen ohne Ballhead oder du schlau und geben 30 Euro mehr für Ballhead aus. Dazu diese seltsame Stativschraube, die ich nie genutzt habe. Also weg mit dir. Die Verarbeitungsqualität sehr gut. Musst du heute kaufen, 150 Euro Amazon. Dann zurück zu einem seriösen Review. Um 360 Grad könnt ihr den Kugelkopf drehen und natürlich zusätzlich noch neigen. PS. Selbst dein 70 bis 200 mm mit einer 2,8er Blende wird von diesem Stativ noch getragen. Der Gorilla Pod lässt sich bekannterweise auf fast jedem Untergrund aufstellen. Manchmal kommt es auch vor, dass sich eine dieser Kugeln aus der Verankerung löst. Das ist aber eher selten der Fall. In dem Fall einfach wieder einstecken, mit Gewalt natürlich. Wer 30 Euro mehr in die Hand genommen hat oder schon einen Ballhead hatte, zu Deutsch auch Kugelkopf, ist bei der Bedienung etwas flexibler als andere. Der Kugelkopf an sich lässt sich 360 Grad drehen und neigen. Daher ziemlich nice für den flexiblen Einsatz. Und mal ehrlich, ich muss euch ja jetzt nicht erzählen, wie ihr das Teil benutzen könnt. Aufstellen, Beine ausklappen, bisschen rumspielen und dann wird schon laufen. Dabei spielt es keine Rolle, wie uneben der Untergrund ist oder ob ihr nur ein Geländer zur Verfügung habt. Aber gerade das ist es ja, was dieses Stativ so besonders macht. Dazu fühlt sich die Verarbeitung wirklich sehr gut an und der Pod wiegt samt Kugelkopf nur 1 Kilogramm. Ja klar, je mehr ihr jetzt vorne drauf packt an Kamera und Objektiv, desto schlechter macht sich das Ganze als Vlogging-Tool. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Und das Schöne ist, ihr könnt darüber selber ein Review machen, wo ihr den Gorilla Pod noch überall aufstellen könnt. Hier mal ein paar kleine Ideen am Rande. Den Link zu dem Produkt findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, liebe Kinder. Doch der Preis kann hin und wieder stark abweichen. Mal kostet das Teil 130 und mal 180 Euro inklusive Kugelkopf. Na klar, ich muss euch jetzt nicht gerade erzählen, was ihr damit alles aufnehmen könnt. Von einfachen Interviews über Affen bis hin zu Zeitraffern habt ihr mit dem Teil keine Grenzen. Zusammenfassend könnt ihr es gerne hier, 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 hier oder dort einsetzen. Viel Spaß. So häufig werde ich gefragt, was ist das unter deiner Kamera? Welches Stativ ist denn das da? Es ist der Yobi Gorilla Pod. Und weil so viele Leute immer danach gefragt haben, wie ich mich denn selber aufnehme und die Spiegelreflexkamera so weit von mir weghalten kann. Also das Geheimnis ist dieser Yobi Gorilla Pod. Den gibt es natürlich mit dem Kugelkopf, den ich jetzt drauf habe, weil ihr damit eben mehr Freiheiten habt. Oder auch ohne, das ist ein bisschen günstiger. Ich habe gedacht, oh Mann, kommen die 30 Euro extra für das geile Teil. Könnt ihr auch an andere Stative drauf machen. Hat sich in dem Fall gelohnt. Und ansonsten ziemlich gut. Wird halt nach einer Weile recht schwer. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf eure Kamera und auf euer Objektiv drauf an. Fazit, geiles Teil. Preis eher etwas hoch, aber hält halt, ne? Dann ganz klar, super flexibel einsetzbar und kann in super vielen Taschen mitgenommen werden.
Daher absoluter Kauftipp. Danke, Jobi, und euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.